Oh, howdy Leute und willkommen zurück bei Darksiders 2. So, der belästigt mich nicht mehr, wenn ich die Aufnahme starte. Nein, ah, da kommt wieder sein Bruder. Nix gibt's. Das ist Ruhe! So, wir sind immer noch auf der Suche nach diesem wundertollen Wächter, den wir erwecken sollen. Hier im verlorenen Tempel. Und guckt mal, diese geile Landschaft. Links dieser Turm, der Wasserfall. Wolken, komische weiße Blüten in der Luft und dieser Baum des Lebens. Es sieht einfach so dermaßen cool aus. Ich kann es nicht oft genug sagen, ja. Ich denke mal, ich muss hier rüber. Ja, das war richtig. Da drüben laufen schon wieder so blöde Kätzchen, ja. Also Katzen sind es nicht, aber riesige Dämonenhunde oder weiß der Geier was. Monster, die mich tot sehen wollen. Ich beschreib's mal so. Das war wieder so klar, dass hier wieder was kommt. Ja, da kommen sie alle. Hört auf, mich zu belästigen. Was will der Streuner? Wenn ihr das sagt, warum auch nicht? Hey! Nicht genug Zorn! Nicht genug Zorn, ich glaube, du spinnst. Ah, oh, jetzt kommen große auch noch. Weil das Gegneraufkommen ist auf jeden Fall um einiges dicker als im ersten Teil. Wilder Pirsch. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass es Pirsch eher heißen soll, nicht Pirsch. Nein! Du kleiner, widerlicher Arschbaron, hast du mich die Klippe runtergeschubst? Alter, ich seh nix. Jetzt schubst du mich schon wieder runter. Hä? Das gibt's doch nicht. Wut. Okay, einer ist da. Wenn diese blöden Viecher nicht so viel aushalten würden. Naja, vielleicht habe ich ja nur schlechte Waffen dabei, das kann natürlich auch sein. Ah, Doppelschlag. Aua! Bist du jetzt da mal fertig? Deine Ragerei, das ist ja schlimm. So, jetzt halt. So, erstmal wieder alles einsacken, was hier rumliegt. Armklingen. Nicht ganz so toll, als ich erwartet habe, aber okay. Man soll da nicht meckern. Ja, da laufen schon wieder Golems rum. Kreationenkrieger, okay. Ich nenne es Golems, okay? Für mich sieht das nämlich schwer aus wie ein Golem. Oh, die Stechmuffen schon wieder. So. Diese Tür ist verschlossen. Ah, da ist wieder so ein Kreisel am Boden. Die Tür ist auch verschlossen. Dann bleibt mir noch, nur noch der Weg nach oben, so wie es aussieht. Rauf, rauf, wir gehen. Aha, hier ist die Kugel. Ah, da komme ich nicht hin von hier. Ah, das ist nochmal eine Seite. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt brauchen wir nur noch 5. Ihr seht schon, die Rätsel sind jetzt nicht wirklich so anspruchsvoll. Sie sind zwar okay, aber nicht wirklich anspruchsvoll. Zumindest jetzt noch nicht. Ah,
Ah, schon wieder zwei große. Ihr wollt mich doch trollen, oder? Das ist kein Ort für ein Pferd. Das ist kein Ort für ein Pferd. Ja, was will ich denn mit dem Pferd? Aua. Gott, das ist so unfair, mit, wenn da zwei da sind. Ich sag's euch ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit. Vielleicht mache ich es auch einfach nur falsch, das kann natürlich auch sein. Aua. Raumgriff hier, danke. Ja, kaum ist der erste große tot, kommen lauter kleine. Ja, das macht es auch nicht besser. Ja, jetzt haut die Zielvorrichtung wieder nicht hin. Wie sie mich halt überall treffen, ja. So, erstmal das ganze Kleinvieh töten, ja, bevor der große Macker dran kam. Reflektor Kreation Champion, ja, so siehst du aus. Ah! Da war jetzt wieder das Problem. Du musst vom Zielknopf runtergehen und dann deine Fähigkeiten auswählen. Da bin ich jetzt vom Knopf abgerutscht. Deswegen hat er mich erwischt, der Sack. So. Gott, ich hasse solche Kämpfe gegen die Großen. Ganz ehrlich, ich hasse solche Kämpfe. Ich hasse solche Kämpfe. Aber was soll man machen? Es gehört eben mal dazu. So, immer schön die Kisten zerdeppen und da findet ihr wieder Heiltränke, falls ihr welche brauchen solltet. Dauert zwar etwas länger, aber ich habe jetzt lieber gern ein paar Heiltränke dabei. Ihr könnt auch Heiltränke kaufen bei der Schmiede-Tussi. Ich glaube, da kostet einer 500, wenn ich mich nicht täusche. So, da ist noch eine Vase. Dann können wir endlich weitergehen. Oh, das sieht ja mal aus wie eine Arena, würde ich sagen. Hey, Vasen! Okay. Noch mehr Vasen! Da war Gold drin. Gold ist immer toll. Ah, noch ein Heiltrank. Gut. Statue eines Erschaffers. Das könnte jetzt schon nach Bosskampf aussehen, oder? Ja, das ist 100 Pro ein Boss. Ja. Oh, wieder so eine Steinmaske. Oh! Golemform, ja. Ach du Kacke. Kreationskoloss. Ah, das sind Bomben. Okay, wenn er auf den Boden haut, dann kommen Bomben. Nimm doch die Bombe tot! Ja, ich hoffe, das funktioniert. Ja, das funktioniert sogar. Ach, da fällt sein Kern raus. Das ist ja praktisch. Okay, dann einfach drauf breseln, wenn er offen rumliegt. Irgendwo eine Bombe? Nee. Okay, ich habe mir den Kerl jetzt schwieriger vorgestellt, ganz ehrlich. Tschüss.
Ah, ich liebe diesen Drehangriff. Aua! Was schlagen Sie mich denn? Okay, ich glaube, es lohnt sich nicht wirklich, die Kleinen hier zu zerstören, denn da kommen immer wieder welche nach. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Aua. Ah, mein Bäumchen, bleib hier. Scheiße. Okay, ich nehm's zurück, er ist doch ein bisschen schwerer, als er aussieht. Verdammt! Boah, das geht mir gerade so auf den Keks. Das spawnen halt permanent die kleinen Scheiße. Da muss man stehen bleiben und die Bombe aufzählen. Das ist echt doof. Ja, ist ja gut. Gibt's hier vielleicht irgendwo ein Bömmchen für den kleinen süßen Zarkon? Finde ich nicht, das wäre wieder zu einfach. Ah, hör auf zu ragen, Mann. Hier muss man wirklich schnell sein, dass die Bombe nicht explodiert in deiner Hand. Hoppa! Gott, hat der Kerl eine Reichweite, wenn er will, hey, das ist ja pervers. Verdammt. Hey, da sind so viele Kleine mit dabei, das ist mistig. Da spielt er mit meinen Ghoulen, ja. Vielleicht habe ich dann ja eine faire Chance. Da, mach, bye bye. Wisst ihr was? Mach's einfach so! Schicht im Schacht, mein Freund. Jawoll, sieht das geil aus. Ja, Tod fackelt da nicht so lange wie Krieg. Tod macht da gleich kurz einen Prozess. Ah, die Kerle kenne ich. Der verlorene Tempel ist geschafft. Jawoll, ja. Schlägerschoner. Verteidigung 37, Kraft 8, Erfahrung plus 4%. Wow, mit Stacheln. Das ist ja geil. Und die sehen sogar unterschiedlich aus. Guckt, nur 4 Stacheln. Sehr viel mehr Stacheln. Noch Gold. Dann war's das schon, oder? Liegt da vorne noch was? Ah, da liegt auch noch Gold. Wir wollen ja nichts zurücklassen, ne? Die Golems da vorne, die hat's im ersten Teil schon gegeben. Und ich sehe gerade auf der Minimap, das sind 4 Kisten. Die plündern wir doch mal, oder? Ah, Verteidigung 55. Jawohl, guckt euch an. Das sieht ja geil aus. Das passt sogar zusammen, das Set. Was haben wir hier? Zorntrank und Armklingen. Kann ich da unten durch? Hinter ihm wäre nämlich noch eine Kiste. Was haben wir hier? Heiltrank und... Oh, neue Schulterteile.
Verteidigung 1, Erfahrung 5%. Jawohl, guckt, ich habe fast ein komplettes Set, es fehlen nur noch die Beine. Das sieht ja geil aus. Verteidigung 61, also noch besser. Ah, das ist aber eine andere Farbe. Aber egal. Bisschen orange schadet ja nie. Wie viel ist denn das besser? Okay, 55, 61. Das ist schon ein bisschen Unterschied, aber egal. Wir reden mal mit dem Kerl. Du spürst Schmerzen, Wächter, aber kein Verderben. Noch nicht. Verderben? Dann war es kein Traum. Die Erschaffer brauchen mich. Die Erschaffer sagen, du kannst die Gießerei erreichen und dass ein Wächter darin liegt. Die Gießerei, ja. Dort wurde ich gegossen. Aber sie ging verloren. Und jetzt, du wirst meine Hilfe brauchen. Ja, denn du redest so langsam. Dieser Ort, was ist er? Ich kann es nicht sagen. Es liegt mir auf der Zunge, aber meine Zunge scheint sonst wo zu sein. Wirst du mir helfen, Alter? Ja. Hey, hilf mir, Alter! Schön. Sollen wir? Moment, Kleiner. Aber geh nicht zu nah an Isengard vorbei, ja? Nein, ich mache jetzt keine Baumbart-Witze. In meinem Schlaf habe ich den Wächter gespürt. Er griff nach meinen Träumen. Er ist der stärkste von uns allen. Aber in seinem Herzen befindet sich ein Hunger. Der Wächter wurde gebaut, um zu zerstören. Er hat mit dem Verderben viel gemeinsam. Du musst mit Eideart sprechen und mit dir selbst im Reinen sein, bevor wir dorthin gehen. Denn es gibt vielleicht kein Zurück. Ja, aber nur vielleicht gibt es kein Zurück, oder? Aber ich will eigentlich nochmal da zurück, denn dahinter ihm war ja noch eine Kiste. Und ich kann auch einen Punkt verteilen, fällt mir gerade auf. Ich kann mich da jetzt wahrscheinlich nicht direkt hinbeamen, oder? Wenn man an die Kiste schon nicht rankommt, vor dieser Katze, ja, da muss da irgendwas Tolles drin sein. 100 Pro. Der Schlupf. Okay, seltsamer Name, aber okay. Ja, und der Bub ist auch schon weg. Ah, das wundert mich eigentlich überhaupt nicht. Aber die neue Rüstung sieht so dermaßen cool aus. Bin gespannt, was da noch alles so kommt. Da bräuchte nur noch so eine Kapuze oder sowas, ja? Dann wäre er perfekt. Dann wäre Tod schon perfekt. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gemacht, dass man... Dass sich der Wächter nicht fragt, oh, bist du hier schon fertig oder willst du noch meine Kiste looten? Nö, man muss wieder hier hin, wenn man die Kiste haben will. Ist ein bisschen blöd, ja. Gebe ich zu. Es ist zwar nur ein kurzer, gerader Laufweg, aber immerhin. Oder sie hätten zumindest sagen können, hey, wir geben euch da oben einen Beampunkt, ja, wo ihr euch hin teleportieren könnt, aber nö.
Das wäre zu viel verlangt wahrscheinlich. Ah, zumindest müsst ihr keine Rätsel mehr lösen. Die ganzen Wächter etc. bleiben nämlich so, wie sie sind. Ich roll mich immer gerne ab, das geht nämlich irgendwie am schnellsten. So, hier ein Verbindungsstück und hier haben wir auch ein Verbindungsstück. Genau, das ist da, wo wir die Kugel runtergeworfen haben. Und dann müssten wir eh schon oben sein. Müssten wir? Sollten wir? Ja, ich denke. Ja, hier waren die zwei großen Golems, die ich ja so gerne mag. Ist einer schon schlimm, aber zwei? Nee, brauche ich echt nicht. Aber wenn ihr vielleicht eine bessere Methode kennt, um sie zu besiegen, schreibt es mir noch in die Kommentare. Falls ihr Darksiders 2 spielt oder das... oder schon so weit seid, würde mich interessieren, wie ihr das macht. Ich habe da so ein bisschen meine Probleme. Ah, hier hängt überall diese Korruption. Warum wischt das keiner weg? Verstehe ich nicht. So, hier jetzt ein riesiges Loch in der Wand. Nehmen wir jetzt den kürzeren Weg. Ah, okay, nehme ich nicht. Das ist auch so das Problem. Es sieht immer so aus, als könnte Tod an bestimmten Positionen hochklettern, aber er kann es dann doch nicht. Und was bekomme ich? Einen Heiltrank. Und? Schlechtere Sensen. Okay, das hat sich für mich jetzt persönlich nicht gelohnt. Vielleicht ist bei euch ja was Besseres drin, aber ich darf mich jetzt verabschieden von dieser Folge. Und ich sage wie immer... Stay tuned, so long, und bis zum nächsten Mal bei Darksiders 2.